No good without Cher. Herzlichen Dank. Thank you. Ah, can we do that? Guck mal. Ah. Thank you so much, Thomas. Finally blond. Yes. Yeah. Fühlst du dich blond anders als schwarz? Is it different to be blond than black? Is it a kind of different feeling? Ich könnte stundenlang so gehen. I could walk for hours. It feels a little bit soft. Ja, es ist etwas weicher. People give you directions und more man redet langsamer mit mir. Also, guck mal. Das ist der Bischof von Erfurt. Such a pleasure to meet you. Bitte schön. You know what he was in the moment? A shareholder. Oh. He is a comedian, ein German funny guy. Right. Und jetzt sprechen wir Deutsch. Hast du gedacht, dass wir mal neben Cher sitzen? Also ich nicht, dass du, ja, da hast du ja schon, aber ich freue mich. Cher, erinnerst du dich noch manchmal an unsere erste gemeinsame Nacht? Wir haben gemeinsam eine Nacht verbracht, weißt du noch? Nein. Im Flugzeug, du saßt einen Sitz hinter mir. Oh, that's right, but that was ah, natürlich, aber das war nicht die erste Nacht zusammen. Wir hatten schon vorher eine Nacht zusammen verbracht. Erinnerst du dich das erste Mal bei der Show hier? Und da hatte ich dieses wunderbare Kleid an und die Leute waren etwas verunsichert und die haben dann gesagt, ach ja, vielleicht doch ein kleiner Rock noch drüber. Deutsche Fernsehgeschichte. Ja, du könntest das heute noch tragen. Ich habe mich ja klamottenmäßig, ich käme jetzt ein bisschen aus dem Gesicht und trage schon mal eine Hose, die bis an die Schuhe geht. Wie lange willst du modisch noch, sagen wir mal, irrlichtern? Ich weiß es nicht. Also, wie soll ich das sagen? Ich bin eigentlich keine Trendsetterin in dem Sinne. Das mache ich aus Spaß, für mich selbst. Das ist, was meine Frau an dir schätzt. Sie sagt immer, die Chair ist toll. Du wirst ja auch immer beschimpft für deine Klamotten. Also egal, andere Damen, so in Gucci kann man nicht viel falsch machen. Aber wenn du zu irgendeinem Oscar gehst oder so, dann reißen sich die Weiber immer das Maul auf. Aber das ist, findest du gerade toll, glaube ich. Well, I mean, I don't. Naja, also das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Aber wie soll ich das sagen? Also es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, was Tolles anzuziehen. And what? Ja, und? Ja, und? Ich dachte, ist das das Mikrofon? Oder ist es Schmuck? Ist das Mikrofon? I thought it's a
Ich dachte, es ist ein Schmuckstück, aber man weiß ja heute nicht mehr bei euch jungen Leuten. No, it's a microphone. Nein, es ist das Mikrofon. Ja, ja. Ich habe gedacht, wir sind ein Zeuge eines neuen Modetrends. Jürgen, ja. Da ist er her. Naja, Mode ist ja mein Thema nicht so, oder? Ah, ja. You're interested in shirts? No, not really. Well, no, but it's nein, awesome. Nicht unbedingt, aber es oh, sieht you. Gut an Ihnen aus. Ja. Tja, was ist für dich für ein Gefühl, wenn du siehst, dass 16-Jährige, 15-Jährige unheimlich auf deine Musik stehen? Das muss doch toll sein. Also meine Kids, die schmeißen meine Musik sofort aus dem CD-Player raus, wenn sie ins Auto steigen. Tja, darf drin bleiben. Das ist, muss ein riesiges Gefühl sein, wenn du weißt, die Mutter hat auf meine Musik getanzt, was weiß ich, Gypsies, Tramps and Thieves, und die Kids tanzen immer noch auf meine Musik. Das ist doch klasse. Ja, natürlich ist das toll heutzutage. Als wir geprobt haben heute, da kamen diese kleinen Mädchen, diese ganz, ganz kleinen Mädchen, die sind zu mir hingekommen und die haben mich gebeten, ob ich ihnen ein Autogramm geben könnte. Und eine hat dann gesagt, mein Großvater findet dich so toll, könnte ich bitte ein Autogramm für den kriegen? Da habe ich gesagt, oh, von den ganz Kleinen bis zu den Großpapas, das fühlt sich toll an. Jetzt erinnerst du dich an den Kollegen Copperfield? Warst du schon mal bei ihm in einer Zaubershow? Yes. Ja. Yes. Ja. Wir haben mit ihm eine